Mahlzeit Mädels und willkommen bei Max Beach Show Community. Ja, pass auf, wir sind verwirrt. Pass auf, wir haben ein Fanpaket gekriegt. Ich weiß nicht, von wem das war. Auf jeden Fall steht das Paket hier schon seit locker 2 Wochen rum, weil ich dachte, das ist irgendwie in einer alten Kiste oder was weiß ich was. Schon hier von Harry oder von den Polen hier, weil ich ganz viel Kram rum. Denkst du, hier steht, Tina guckt so drauf und sagt, da steht der Name drauf. Ich sehe, wieder steht mein Name drauf. Ich sag, willst du mich jetzt verarschen? Nein, da steht dein Name drauf. Ja, das ist eine Kiste, die ist riesengroß. Und da steht tatsächlich Max Speed Shop drauf. Seht ihr? Da unten? Max Speed Shop, Industrie Show 23. Was tut denn da, Gorki? Oh, das Gewicht. Oh, die sind so geil zum Wegschmeißen. Nimm die mal mit in die Halle. Die können wir zum Schweißen nehmen. Ich weiß nicht, woher die kommen. Die Kamera ist in Harrys Halle reingegangen. Hab ich gerade gesehen. Ja? Oh, steht seit ungefähr, wirklich ohne Scheiß, ohne Lügerei, ohne alles, seit 2 Wochen hier draußen rum. Und ich dachte immer, was ist das denn? Auf der Kiste steht drauf Werkstattwagen. Von wem ist das Ding? Aber steht da mein Name drauf, scheint da für mich zu sein. Wahrscheinlich hat der Postbude, ich schätze mal, das war wahrscheinlich hier GLS oder irgendwas. Ne, was hat bei uns halt nicht so Standard. Wir haben ja mal Dings an unserem Start hier. Bei uns kommen wir noch DRL. Und die wissen halt, was los ist. Bin ich gespannt, du auch? Ein Masco Werkstattwagen. 5-fach. Schwarz. Aha. Der hätte locker nach einem Monat gestanden, Schatz. Bist du nicht dabei gewesen? Locker. Kann das nicht aufmachen? Gut, dass wir durchgegangen sind bei dem Topolinos, ne? Dann haben wir das Paket gleich gesehen. Ja, du hast es ja auch schon gesehen, das Paket, ne, Hanna? Aber du kannst es ja nicht lesen. Ich hab kein Paketriecher. Du hast den Riecher. Du bist der Fanpaket. Wenn Thomas der Luftballon-Experte ist, ne, bist du der Fanpaket-Experte. So, lass aber auf den Kopf schmeißen oder rausheben oder. Alter Schwede. Du so Eckenschoner. Da ist ein Werkzeugwagen drin, bin mir sicher. Das ist ein April-Scherz, was draufsteht. Ich hätte das Paket weg. Mhm. Na, dann zieh mal. Check. Hallo? Dann sind das eine coole Kiste für mich zum Fahren. Das ist doch keine Fahrkiste. Nur so ein Spaden. Da kannst du da 1-Cent-Stücke reinschmeißen. Rollen. Das ist ein Werkzeugschrank. Da ist noch etwas dran. Der Key ist abgeschlossen. Key ist. Key. Hey, Key. Aber mach Gummi nicht kaputt, Baby. Der Gummi ist gut. Geiles Ding, hey. Guck dir das mal an. Ich habe noch nie so einen geilen Wagen gehabt. Ich habe noch nie einen neuen Werkzeugwagen gehabt. Immer nur so alten Gurkenkram. Ein abschließbar. Krasses Teil. Nee, ist so lang für eine Rolle. Mach mal auf. Masco, Service, guck mal, das Bild, ne? Das nimmt jede zweite Teleshopping-Agentur. Das ist so ein Standardbild. Da ist ein Griff dran, dann wird auch noch Rollen kommen in diesem Schublade, hast du recht. Gucken wir mal, was ist das, der Griff? Und wo sind die Rollen? Ha! Hier. Gucken wir es mal eben an. Ein kleines Paketchen mit den Rollen.
Du wolltest da dran wohnen, ne? Krasses Teil, Mann. Hör dir jetzt einen Schrauben an. Das ist ein Werkzeugfeuer. Kommt ungefähr, ich schätze, so hoch, ne? So, wenn er fertig ist. Ein bisschen klein ist der noch. Das ist die Frage, ob man ihn als Werkzeug Schrank nimmt oder ob man ihn als Werkzeug. Ich mach nur nach vorne. Ja, für da hinten. Ich glaube, vielleicht ist das von Roy. Bin ich ganz sicher. Weil, wer hat mir das denn zugeschickt? Ich pack den Schlüssel wieder hin zu Kay. Oh, schmeiß doch die Schublade rein, einfach mit dem Dings hin. Kommt nicht weg. Aber wen ist denn das? Das hat mir gar keiner angekündigt. Überhaupt nicht. Krasses Teil. Ja, das ist wirklich schön, der Wagen. Ne? Auch in diesem Schwarz so, ne? Das war so ganz schlecht. Ja? Der würde noch locker nächsten Montag stehen. Bis irgendwann Harry kommt, so steht ein Paket für dich. Oder irgendwer anders. Oder irgendwer ist einfach eingesneakt hätte in der Tasche. Zack, dann weg. Mach das nicht kaputt, das Styropor. Das können wir doch gebrauchen für irgendwelchen Gurkenkram. Das ist mein Haus. Das ist ein Spiel. Ich habe früher als Kind auch im Bauwagen gewohnt. Und so kennst du den Karton. Ja, wir machen dann Werkzeugwagen aus. Dankeschön. An Unbekannt. Wer war denn das? Ich weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall eine Kiste bauen. Hat er schon einen Kopf bei Minecraft. Mhm. Geht los. Hörst du das? Mhm. Naja gut, ich melde mich ab. Wir melden uns ab. Dankeschön. Und das war echt eine Überraschung. Ohne Flachs jetzt. Aber ich kann nicht mit gerechnet. Werde ich auf jeden Fall zusammenbauen und dann geht es hinten bei der Bühne hin. Dann haben wir die Bühnenwerkstatt echt mal wirklich komplett. Vor allem ist das geil, weil ich ja den Trabi jetzt da hinten in der Ecke mache. Das heißt, ich kann das wirklich den Wagen immer zwischen links und hin und her schieben. Ne? Ja, ist perfekt schon. Du bist heute sehr hell wach, mein Schatz. Müde? Müde bist du, gehst du, Kuh? Genau. Riesenspaß vom Mittagessen. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Mein Haus vor der Tür. So denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Munter. Papa.